Grüß euch. Hallo, hallo. Hallo an alle zu diesem spannenden Thema. Ja, wir werden heute über den Krieg in Israel und Palästina sprechen. Könnt ihr gerne schon mal reinschreiben, wer schon da ist. Grüße dich, alles für alle. Schön, dass du dabei bist. Bei dem Thema müssen ja eigentlich die Massen anströmen. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass wir so explizit über den Nahostkonflikt sprechen. So muss man es ja eigentlich auch sagen, ne? Richtig, wir haben natürlich schon häufiger über das Thema immer wieder gesprochen tatsächlich und verbundene Themen, weil ihr das uns ja häufig dann auch mal gefragt habt in Livestreams, dann in den offenen Fragerunden oder in unserer beliebtesten Folge zum Thema der antideutschen Linken. Da haben wir natürlich auch schon mal verwandte Themen besprochen, aber heute wollen wir, ja, mal intensiver über das Thema sprechen, wollen auch über die aktuelle Situation eben ein bisschen plaudern und ja, mit euch zusammen über diese dramatischen Weltereignisse ins Gespräch kommen. Ich würde ja auch sagen, man kann ja eigentlich gar nicht über die aktuellen Vorkommnisse sprechen, ohne gleichzeitig die größere Geschichte anzuschneiden. Und den Nahostkonflikt an sich, das lässt sich ja gar nicht isoliert betrachten. Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt darauf, was das Gespräch heute so bringt. Ja, und das haben sich ja auch einige von uns gewünscht, dass wir mal darüber sprechen, weil, ja, ich sag mal so, bei dem Thema ist es sowieso immer ziemlich wild, was da aus der Linken für Positionen kommen von beiden Seiten. Und dann wurde sich von uns eben gewünscht, dass wir uns da halt auch mal zu positionieren, darüber sprechen, weil sich Leute natürlich auch vernünftige Stimmen dazu wünschen. Und natürlich viele der vernünftigen Stimmen auch oftmals dann so ein bisschen davor zurückschrecken, vielleicht sich auch dazu zu äußern, weil es nun mal nicht ganz einfach ist und man dann schnell auch ja, selber in so einem Strudel der Auseinandersetzung sich befindet bei dem Thema. Also vielleicht können wir, okay, du zweifelst so ein bisschen an dem, was ich gesagt habe. Ich frage mich bei sowas immer, wen du eigentlich noch damit meinst. Also, Du meinst jetzt, was genau? Wen meine ich mit was? mit den vernünftigen Stimmen, die sich dazu äußern So. Naja, sollen. Das lässt gut. sich immer so einfach sagen und auch dieses die anarchistische dritte Position zwischen, so wie es dann immer klassischerweise gesagt wurde, zwischen Anti-Imperialismus und Anti-Deutschen, was auch immer das dann genau darstellen sollte, irgendwie ein vages gegen alle Staaten sein. Ja, also ich weiß gar nicht, ob diese Position in Deutschland überhaupt schon mal irgendwie eine relevante Stärke hatte. Hast du auch wiederum recht, das mangelt natürlich auch an vernünftigen Stimmen dazu. Aber du kannst ja mal, wenn du magst, zu Beginn so grob skizzieren, was unsere Grundposition zu diesem Thema ist. Ich denke, für viele, die uns verfolgen, wird es auch ein bisschen auf der Hand liegen, was unsere Grundposition ist, weil die ja auch keine andere zu diesem Konflikt, zu diesem Krieg ist grundsätzlich als zu anderen Kriegen und Konflikten. Auch wenn dieser natürlich einige sehr, sehr tiefgreifende Besonderheiten hat. Ja, erstmal auf jeden Fall noch Grüße an unseren Neuabonnenten und Neu-Stream-Zuschauer, der Gaza von der Hamas befreien möchte. Auf jeden Fall nobles Anliegen. Ja, was ist unsere Position zu dem ganzen Konflikt? Das finde ich gar nicht mal so einfach, jetzt irgendwie so kurz und knapp zusammenzufassen, weil ich denke mal, das jetzt auch eine Geschichte ist, okay, doch nicht so neu. Habe ich nur zum ersten Mal gechattet, gelesen und wundern. Weil man sicherlich jetzt auch ein bisschen auf historische Sachen dann im Verlauf darauf zurückgreifen muss. Aber ja, ich würde dann eher die Frage in den Raum stellen, was für einen Frieden genau wünscht man sich jetzt dann da vor Ort? Also soll es jetzt erstmal
um die Frage gehen, wie kann man da einen Frieden erreichen, der jetzt erstmal dafür sorgt, dass es keine Kampfhandlung mehr gibt? Geht es um nachhaltigen Frieden, dass es ja im weiteren Verlauf irgendwie zu einer Einstellung von den Kampfhandlungen zwischen palästinensischen Gruppen und dem israelischen Staat geht? Oder soll es jetzt um eine allgemeinere freiheitlich-sozialistische Perspektive für die Region gehen? Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Sachen, oder kann man dann auch sehr unterschiedliche Forderungen formulieren. So. Also ich würde erstmal grob sagen, dass es, wenn es jetzt wirklich zu einem nachhaltigen Frieden vor Ort kommen soll, dass irgendwie ja wieder eine Perspektive für eine emanzipatorische Bewegung vor Ort geben soll, dann braucht es halt meiner Meinung nach, denke mal, das teilst du, eine grundlegende Änderung eigentlich von zwei Sachen. Und das sind, glaube ich, auch zwei Dinge, die sehr stark miteinander zusammenhängen. Das ist einmal eben ja, eine starke soziale Bewegung innerhalb von Israel, die dafür sorgt, dass eben sich die Grundausrichtung, der Grundanspruch dieses Staates eben ändert. Einmal, was eben die Selbstkonzeption angeht, und das zweite ist eben, was der Anspruch auf die palästinensischen Gebiete angeht. Und das andere ist eben, dass es eine Neuausrichtung von ja, der palästinensischen Befreiungsbewegung im Endeffekt braucht, die ja aktuell zunehmend immer stärker islamistisch geprägt ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt ins Westjordanland gucken, eben hauptsächlich eigentlich von korrupten palästinensischen Nationalisten geführt wird. So. Ja, wir sehen das eben so, dass diese aktuelle Entwicklung, dieser aktuelle Kriegszustand ist ja, kann ja in keinem Interesse sein aus einer revolutionären Perspektive, wie wir sie verfolgen. So, das ist ja auch, was wir immer sagen zu allen Auseinandersetzungen, allen kriegerischen Auseinandersetzungen. Das führt halt einfach immer dazu, dass unsere Perspektive auf einen Wandel, der sich halt loslöst aus so einer Spirale von territorialen Auseinandersetzungen, aus religiösen Konflikten etc., alles, was dort eine Rolle spielt, das wird halt durch diesen Krieg einfach nur immer weiter verschärft. Und wir sehen halt einfach aktuell leider keinen sonderlich großen Positivbezug im palästinensischen Widerstand, weil dieser halt nun mal von der Hamas und islamistischen Gruppen sehr stark, also vor Ort natürlich angeführt wird und auch in der Diaspora eine sehr große Rolle der Islamismus spielt. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich einen entschlossenen Kampf gegen den israelischen Imperialismus und gegen seine Siedlungspolitik und die konkrete der auch ein ganz, ganz zentraler Verursacher dieser gesamten Situation ist. Und dort ist es einfach sehr schwierig für uns gerade mit unserer Perspektive in so einer Zuspitzung, in so einem Krieg dann halt noch durchzukommen. Das hat Salih natürlich auch schon formuliert, dass es jetzt gerade eine sehr, sehr schwierige Situation für eine freiheitlich-sozialistische Perspektive ist. Das war es aber auch schon immer, im Übrigen in diesem Konflikt. Also man wurde eigentlich zu jedem Zeitpunkt als Träumer, als Idiot, als was auch immer dargestellt, wenn man jetzt gesagt hat, ja, wir wollen halt raus aus diesem Kreislauf dieser Auseinandersetzung dort, von vielen zumindest. Und ja, jetzt ist die Situation halt so schlimm wie lange nicht mehr. Ich glaube, wir haben da, ich würde das vielleicht doch noch ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, es gab eine Zeit, in der die Linke eigentlich einen sehr klaren Bezug hatte, wenn ich jetzt so an die 70er Jahre in Ja, Deutschland denke, klar. so wo Ich rede hier über aktuell. ja, gut, aktuell, nee, ich meine jetzt, 70 weil du meintest, dass man immer sind halt 50 als Jahre irgendwie so ein, vorbei. als ein Träumer dargestellt wurde. Ja, aber das sind ja 50 Jahre. Also ich rede jetzt von unserer Lebzeit, sag ich mal, ne? Ja, In der natürlich. Lebzeit, in damals, in In der 70ern, okay. Lebzeit, wo wir jetzt sind, sieht die Situation recht schlecht aus. Aber das liegt ja auch, glaube ich, hauptsächlich dann
Also von dem eigenen Bezug sicherlich an den Wandel von eben dem palästinensischen Widerstand, den du jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast. Ich finde aber, wenn man jetzt eben sagt, für den palästinensischen Widerstand vor Ort, dann stimmt es, dass natürlich der Islamismus immer stärker wird und dass wir mit Gaza natürlich ein Gebiet haben, was zumindest aktuell noch von der Hamas regiert wird. Es aber, wie gesagt, echt nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, dass der Islamismus grundlegend federführend ist, sondern wir haben ja auch noch im Westjordanland ja, die Regierung der PLO. Natürlich gibt es da auch beispielsweise so Sachen wie Lion's Den oder palästinensischer islamischer Dschihad und die schiitische Abspaltung und sicherlich auch noch ein paar kleine andere Gruppen, die ich jetzt, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, irgendwie unter den Teppich kehre. Aber da haben wir ja trotzdem noch ein sehr starkes Gegengewicht. Also wir sehen eigentlich eine ganz klare Zweispaltung des palästinensischen Widerstandes. Nur sehen wir da eben auch große Probleme, die jetzt nicht damit zusammenhängen, dass es sich um eine islamistische Kraft handelt, sondern jetzt mit der Fatah, die ja immer noch die Führung der PLO hat, ich glaube, inzwischen selbst bezeichnen sozialdemokratisch, säkularnationalistische Kraft handelt und dann eben die kleineren Bündnispartner mit der PFLP, DFLP, PPP. Nee, also absolut, du hast natürlich vollkommen recht, was jetzt das Westjordanland angeht. Wenn man das halt eben erweitert auf das Gebiet, dann sieht das auch noch, natürlich nochmal anders aus. Aber jetzt im Gazastreifen, da ziehen ja auch alle Kräfte mit der, oder fast alle Kräfte mit der Politik, die die Hamas jetzt verfolgt. Und das macht es halt eben unglaublich schwierig, sich darauf positiv zu beziehen, finde ich. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo die man dann trennen muss, wenn wir einmal die palästinensische Regierung haben und einmal den palästinensischen bewaffneten Widerstand. Da ist die Hamas halt, ja, da ist die Hamas ja ganz klar federführend. Das ist ja auch so ein bisschen die Sache. Die PLO bietet ja auch eigentlich von jetzt der realen Politik, also oder die Verwaltungsebene Westjordanland bietet ja den Leuten auch wenig politische Perspektive gerade und deswegen ist es ja auch, es gibt keine, oder es gibt Lokalprotestbewegungen, aber es gibt jetzt keine geeinte große Protestbewegung. Wenn die Leute eben politisch aktiv werden dann wollen, dann ist es halt sehr naheliegend, sich irgendeiner der militanten Organisationen anzuschließen. Und das war tatsächlich auch was, was mir jetzt nicht so bewusst war. Aber tatsächlich ist es auch so, dass teilweise die Parteien, also vor allem die Fatah und wie heißt nochmal die militante Gruppe der Fatah? Ich glaube, sind das die Al-Aqsa-Brigaden? Ich meine schon, Weiß gerade nicht. die teilweise gibt es da noch nicht mal dann eine direkte Kontrolle darüber, was dann alles so da abläuft. Und ja, das finde ich, zeigt nochmal so ein bisschen die Zersplitterung und vielleicht auch nochmal ein Grund, warum dann eben dieser militante Widerstand für viele Leute eben, ja, das attraktive Mittel der Wahl ist. Wir reden heute übrigens ganz locker einfach über das Thema. Also ihr könnt gerne Zeit alles Mögliche reinschreiben. Wir haben auch keine klare Struktur oder irgendwas vor uns liegen, sondern wir sprechen einfach so, wie uns da der Sinn steht und was ihr so reinschreibt und was euch da bewegt drüber. Am Mondschwein, es wird auf jeden Fall eine Moderation geben. Und das ist nicht erlaubt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, Moderation gibt es auch schon. Danke dafür übrigens mal. Haben wir uns heute das erste Mal Ja, übrigens. ist, glaube ich, ein guter Ja. Startpunkt dafür, das mal auszuprobieren. Ja, Mondschwein, ich glaube, du warst das. Du hast gefragt, ob Israel die Hamas gegründet hat, um ein Gegengewicht zur PLO zu bilden. Und das kann man so nicht sagen. Es ist so, dass die Vorläuferorganisation der Hamas, also diese, ich weiß gar nicht,
frag mich jetzt nicht, wie der genau da mal davon ist. Das war eine islamische Charity, die eben ja, im Endeffekt eine Abspaltung der Muslimbruderschaft war. Oder ich weiß nicht, ob die da noch konkret zusammengehangen haben und die Abspaltung dann erst eben mit der Gründung der militanten Organisation war. Und diese Charity damals in Israel wurde für einen kurzen Zeitraum, in Gaza wurde von Israel für einen kurzen Zeitraum finanziell unterstützt. Und tatsächlich war es auch so, mit Aussagen von israelischen Politikern, dass man eben die islamistischen Kräfte als eben ein gutes Gegengewicht gesehen hat zu der eben nationalistisch, sozialistisch, säkular dominierten PLO. Und vor allem, was man damals dann auch da geschätzt hat, eben ist, dass natürlich die diese islamische Charity in Gaza im Endeffekt ja Wohlfahrtsfunktion übernommen hat und damit natürlich dann auch ja, dem israelischen Staat Sachen abgenommen hat, vor Ort Infrastruktur aufgebaut und internationale Spenden dahin gebracht hat. Und ja, dementsprechend gab es dann eine kurzzeitige Unterstützung davon. Und wie gesagt, auch ja, es gab schon ein politisches Kalkül dazu, dass man auch gesagt hat, man findet jetzt eine Schwächung der PLO durch den Aufbau von radikal-islamischen Strukturen interessant. Dann die Frage von Mondschweini, sind antisemitische oder, ach, sorry, das war gar nicht von, die andere Frage habe ich noch hier von Ed Cameron. Wie erklärt ihr euch, dass Anarchistinnen sich bedingungslos zu Israel bekennen? Also im Prinzip kann man das auch nachhören in unserer Folge 17 zum Thema der antideutschen Linken, weil natürlich ist auch die anarchistische Bewegung nicht da komplett frei von, Teil auch von einer antideutschen Ideologie zu sein. Und es gibt ja, gab ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder auch komplett antideutsche, anarchistische Gruppen, die halt dann sich komplett zu Israel immer bekannt haben. Von daher ist es im Prinzip die gleiche Antwort, wie warum es andere Teile der Linken gibt. Klar kann man sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen absurder beim Anarchismus, weil man ja eigentlich sagt, okay, da ist das Konsequenteste gegen jeden Staat, gegen jede Nation vorhanden, aber im Prinzip passiert das aus einfach einer antideutschen Linken heraus, die so in Deutschland einmalig ist, wie ihr wisst, im Vergleich zu allen anderen Ländern auf der Welt, und deswegen gibt es das auch einfach im Anarchismus, ne? Dann die Frage von Nightmare. Wäre es nicht eher wichtiger, sich einerseits gegen die verschärfte rassistische Stimmung in Bezug auf Asyl zu wenden und andererseits gegen Antisemitismus, Querfront mit Islamisten in antirassistischen Kontexten arbeiten? Wäre die Frage wichtiger als was? Also das wäre, ich weiß nicht, auf was du dich, vielleicht beziehst du dich auf gerade was Bestimmtes, aber das könntest du vielleicht nochmal konkretisieren. Dann nochmal Mondschweini, mich würde interessieren, was für Linke ihr seid. BDS-Linke oder Israel-Linke? Ja, weder noch. BDS-Linke. Ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen das Schmuddelkind geworden in der deutschen Linken, ne? BDS. Ja. Wir haben halt überhaupt keinen Bezug zu BDS an und für sich. Also ich habe noch nie mit irgendwem zu tun gehabt. Tatsächlich ist es ja auch so, deswegen ziehe ich das natürlich auch offiziell zurück, ist es ja auch so, dass, glaube ich, jetzt Gesetz auch verabschiedet wurde vom Deutschen Bundestag, wo eben, ich glaube nicht, das war ja ein Vorstoß der AfD, dass BDS komplett illegalisiert werden sollte. Und die anderen Parteien haben dann einen Gegenvorschlag gemacht, was im Endeffekt die ich glaube, die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit BDS oder BDS nahestehen, das ist irgendwie auch alles so ein bisschen schwammig formuliert, eben eine Kriminalisierung oder so nach sich ziehen kann. Also
Ja, ich kriege ehrlich gesagt in Deutschland von dieser Kampagne sehr wenig mit. Andere Länder Ja. sind da ja sehr stark. Ich finde das immer ein bisschen lustig, dass sich da an dieser Kampagne so extrem halt in der deutschen Linken immer aufgehangen wurde, weil ich finde es total logisch, wie auch diese Boykottbewegung entstanden ist. Das liegt eben sowohl an der engen Verknüpfung und auch Zusammenarbeit. Einfach von der Anti-Apartheid-Bewegung in Apartheid Südafrika und dem palästinensischen Widerstand und gleichzeitig natürlich auch an der engen Zusammenarbeit damals der israelischen Regierung mit Apartheid Südafrika. Also waren ja mit die einzigen, die eigentlich staatlich gesehen diese Boykotte umgangen haben, während es in der westlichen Welt eigentlich schon dann einen größeren Konsensus gab, eben auch nicht mehr mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Es ist ja sogar relativ unklar, inwiefern jetzt Israel dem Atomprogramm von Apartheid Südafrika auch geholfen hat. Da gibt es ja so mysteriöse Explosionsereignisse im, ich weiß gar nicht, zu welchem Ozean das jetzt genau gehört, ob es jetzt Indischer oder Atlantischer ist, da südlich von Südafrika. Und es gab ja zumindest auch Gespräche, das ist ja bewiesen davon, dass Israel überlegt hatte, Atomwaffen an Apartheid Südafrika zu verkaufen. Und deswegen finde ich, ist das auch nicht verwunderlich, dass eben viele dieser Begrifflichkeiten und auch viele der Taktiken sich eben von diesen beiden Bewegungen abgeschaut wurde. Und ja, ich kann zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass Leute eine gewisse Skepsis dagegenüber haben, dass es in vielen Ländern so einen Überbezug eben auf den Nahostkonflikt gibt und auch von linker Seite, dass irgendwie so der Konflikt par excellence ist und sich dann vielleicht anderen Sachen weniger gewidmet wird. Aber ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nur sehr begrenzt, warum es diese große Ablehnung gegen diese, gegen das Boy also gegen den Boykott an sich, wenn er sich jetzt gegen Israel richtet, gibt. Da kann man dann eher drüber streiten, ist jetzt ein Boykott irgendwie, der zivilgesellschaftlich Das ist der richtige einen Weg, Beruf ja. wählt, ist das der richtige Weg? Darüber kann man diskutieren, aber dahin geht es ja meistens nicht, sondern es geht ja eher eigentlich nur darum, sich ein bisschen moralisch darüber zu echauffieren, dass es irgendwie, dann nimmt man sich halt die wirklich so die wirrsten britischen BDS-Gestalten und arbeitet sich an denen dann ab, was die mal irgendwann gesagt haben oder postet dann irgendwelche Videos von irgendwelchen. Meistens sind es irgendwie Briten, ne? Von irgendwelchen Briten, die dann da in den Supermarkt gehen und irgendwie Jaffa-Orangen zertreten oder so. Und ja gut, dann ist es auch einfach, sich irgendwie darüber lustig zu machen. Also sicherlich wird es auch in der BDS-Kampagne ganz viele problematische Gestalten und Leute und Organisationen geben, die man kritisch sieht. Also ich habe mich einfach viel zu wenig damit auseinandergesetzt, um das beurteilen zu können. Vielleicht gibt es auch einfach eine Form von Gleichsetzung von den Kritikern, dass so ein bisschen diese Vibes von Kauf nicht bei Juden oder so da hochkommen. Was wäre ja völliger Unsinn an und für sich, wenn man das gleichsetzt, weil so wie ich es verstehe, geht es ja um einen Boykott des jüdischen Staates und nicht von Juden. Ja, da kommen wir jetzt auch wieder zu einer wichtigen Unterscheidung, die du da aufmachst. Ja, ist ja wirklich so. Also, ne, wenn man halt sagt, man muss halt gegen israelischen Imperialismus vorgehen. So, das ist halt auch unsere Position, dass ja, der israelische Staat ein imperialistischer ist, der entsprechend gegen die palästinensische Bevölkerung auf unterschiedliche Weise halt eben vorgeht und dann eine entsprechende Politik betreibt und diese unterdrückt so, und dann muss man das halt überlegen. Und dann ist es halt eher eine Frage von, wie du es auch gesagt hast, wie tut man das und nicht, ob man halt gegen diesen Staat halt vorgeht, in der Begrenztheit, wie wir das hier überhaupt als Möglichkeit haben. Und da ist es halt einfach, würde ich halt auch sagen, man kann halt einen Staat wie Israel nicht boykottieren. So, das geht halt gar nicht. So in dem Ausmaß. Ja, natürlich nicht. So, also ich würde auch sagen, dass jetzt mit Apartheid Südafrika, das war natürlich eine ganz spezifische weltweite historische Situation, warum das so gekommen ist. Herr Mondschwein, das weiß ich natürlich nicht. Ist Life from Earth inzwischen auch problematisch? Das wäre natürlich gut zu wissen.
Ja, ich glaube, jetzt verstehe ich auch das, was du geschrieben hast, Nightmare Reality, mit eben dieser Frage, sollte man sich überhaupt jetzt damit beschäftigen oder lieber, also was du ja als Alternative so ein bisschen angibst, ist, wäre es nicht sinnvoller, sich beispielsweise jetzt mit den Asylrechtsverschärfungen in Deutschland zu befassen oder mit dem Erstarken der islamistischen Rechten in Deutschland? Und da, also, das ist ja auch so ein bisschen das, was bei BDS dann häufig mitklingt. Warum stürzt man sich jetzt überhaupt so sehr auf diesen Konflikt, auf den Nahostkonflikt? Und ich finde vielleicht zwei Thesen würde ich dann mal einmal dazu aufmachen, warum das so passiert und vielleicht auch, warum es gerade noch mal lokal in Deutschland so wichtig ist. Also die erste wäre ein bisschen internationaler gedacht. Es ist halt bei allen Konflikten so, dass es halt einfach eine unterschiedliche Emotionalisierung dazu gibt. Das ist einfach eine historisch gewachsene Tatsache und das hat auch häufig was mit jetzt dem Bezug auf die Opfer oder die Täter zu tun. So. Beispielsweise bei Israel wird ja immer stark gemacht, dass, warum die Leute sich so eben auf Israel stürzen. Das liegt daran, dass es sich da um die Juden handelt. Hat sicherlich für einige antisemitische Leute auch einen Grund, warum sie sich so stark auf den Konflikt werfen. Aber ich würde tatsächlich eher die Begründung dazu aufmachen, dass es halt, dass die Leute dort eben die Palästinenser Muslime darstellen, die eben von einer nicht-muslimischen Kraft unterdrückt werden. Und das sorgt schon mal einfach für eine stärkere Bezugnahme, für eine stärkere Parteinahme eben von der gesamten islamischen Welt. Das ist natürlich auch ein bisschen verkürzt gedacht, weil wenn wir uns jetzt die Palästinenser angucken, natürlich von Jahr zu Jahr immer weniger, aber es gibt ja immer noch eine ziemlich beachtliche palästinensisch-christliche Community. So, und das andere ist natürlich, dass dieser Befreiungskampf des palästinensischen Volkes zu einer Zeit aufgekommen ist gegen ein System, in dem eigentlich schon die Dekolonialisierung weitenteils abgeschlossen war und sich eben das palästinensische Volk mit ja, diesem Staatsgebilde, was sie da nach und nach eigentlich so bekommen haben und auch ihrer politischen Situation in einer sehr prekären Lage sahen, die eigentlich ja, in vielen Bereichen jetzt nicht mehr die Norm von gängiger staatlicher Politik waren. Und dadurch hat das sicherlich international auch noch mal sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So, und die andere Sache für Deutschland spezifisch, warum das hier eigentlich so eine große Relevanz hat und vielleicht auch, warum es verdientermaßen so eine große Relevanz haben sollte, ist eben einfach die Sache, dass Israel ein unfassbar wichtiger Partner des deutschen Staates ist, Deutschland für Israel ein unfassbar wichtiger Partner ist und wie wir ja auch in den letzten Tagen gesehen haben, es von eben der Regierung in Deutschland ganz, ganz klar gemacht wird, dass die Staatsinteressen Israels auch die Interessen des deutschen Staates sind. Und da würde ich halt sagen, das sind eigentlich gute Gründe dafür, warum das auch ja, der Beschäftigung der radikalen Linken in Deutschland eigentlich ein absolut großes Anliegen sein sollte und warum es das auch auf der internationalen Bühne ist. Also spätestens an dem Zeitpunkt, wie das jetzt ja der Fall ist, wo die Straßen zugepflastert werden mit Plakaten Solidarität mit Israel, gezeichnet die Bundesregierung, ist es ein Thema, wo es wichtig ist, dass wir auch als radikale Linke uns zu verhalten und zur Stellung nehmen. Also ich kann halt total verstehen, Negativland, dass du irgendwie sagst, ja, es gibt auch andere viele wichtige Themen und das wird jetzt irgendwie so dadurch verdeckt oder andere Sachen passieren im Hintergrund. Aber es ist ja immer so, ne? Also immer wenn es halt große weltpolitische Ereignisse gibt, werden dann im Hintergrund andere Sachen wie Asylrechtsverschärfung oder sonst irgendwas halt durchgebracht. Und aber trotzdem ändert es ja nichts daran, dass es halt wichtig ist, dass wir eine Position entwickeln, dass wir zu dem Thema sprechen und uns da zu verhalten und auch zu agieren nach Möglichkeit. Ja, Mundschwein ist ja wirklich einfach nur komplett falsch. Also, was du schreibst, ist ja im Endeffekt einfach nur genau wie Nightmare eigentlich geschrieben hat, aber ich würde es eben so sagen, explizit, essentialistisch und einfach nur so eine koloniale Sichtweise darauf.
Also irgendwie die muslimische Community kann sich nicht verändern. Die war schon immer so und die wird immer so sein. Ja, was ist denn bitte dann deine Idee des Umgangs damit? Dann fällt mir tatsächlich eigentlich nur ein Ausgang an, wie die zivilisierte Welt damit umgehen könnte. Das ist ja grober Unfug, weil ich meine, Wir haben es allein. mehrfach gesehen, wie die zivilisierte Welt mit der muslimischen umgegangen ist und explizit dieser Umgang von jetzt im Speziellen den USA mit muslimischen Ländern gerade dazu geführt hat, dass die reaktionären Ausprägungen, die es natürlich auch in der muslimischen Community gibt, halt massiv verstärkt wurden Ja, Mundschwein, aber oder wenn so du geschaffen. fanatische Prediger verbietest, dann ändert das ja nichts daran, dass man die nicht ändern kann, oder? Also dann wird vielleicht nur nicht mal jemand in deren Bann gezogen. Also ich meine, man muss sich das ja nur mal angucken. Also natürlich ist jetzt irgendwie nicht es so gewesen, dass in den palästinensischen Gebieten jetzt irgendwie ein feministischer Sozialismus geherrscht hat, aber ich würde sagen, das gibt uns doch schon einen sehr guten Indikator, dass für eine sehr lange Zeit eben diese Bewegung ganz klar säkular und ganz klar sozialistisch geprägt war und dass auch verschiedene Frauen vor Ort in eben Führungsriegen gab. So, das sollte uns ja eigentlich schon einen guten Indikator dafür geben, dass so banal wie das jetzt klingt, dass es durchaus möglich ist, dass Leute sich verändern. Und ja, also ich meine, von jetzt einer patriarchalen Stammesgesellschaft, da kann man genauso gut eben reden von den kurdischen Stämmen, die Nordostsyrien lange ausgemacht haben, bis es da so eine gewisse Revolution gab, die sich eben Frauenbefreiung auf die Fahne geschrieben hat. Und ja. Coole Idee. Ja, Mundschwein, du hast natürlich nicht recht mit der Feststellung, dass es eine ganz klare konservative bis fundamentalistische islamische Prägung in den meisten muslimischen Communities gibt. Wobei selbst da riesige Unterschiede weltweit. Also wir reden ja auch von der muslimischen Community, das macht ja schon mal einfach konfessionell einen riesen Unterschied und auch nochmal in welchem Staat wir jetzt sprechen. Was du ja jetzt aufmachst, ist eben deutsche muslimische Jugendliche und Prediger à la Sheikh Ibrahim, As-Sirat, Abu Sinza etc. So, ja, natürlich, die haben einen wachsenden Einfluss darauf und wir sehen ja auch ein gewisses, also nach jetzt eigentlich Jahren der Schwäche wieder ein gewisses Neuerstarken des fundamentalistischen Islams in Deutschland so. Natürlich haben wir auch stetige Strukturen vom Islamischen Zentrum in Hamburg über Millî Görres bis jetzt eben zu den DİTİB-Moscheen, die eigentlich dauerhaft so ihre Politik machen können. Aber sagen wir mal jetzt so diese etwas dynamischere, multiethnische islamistische Szene, die wir ja eigentlich so im syrischen Bürgerkrieg vor allem stark hier wahrgenommen haben oder eigentlich so ab den ja, Mitte 2000er, 2010ern, die hatten natürlich eigentlich mit dem Misserfolg der islamischen Staatsgründung in Syrien und eben dem Niederschlagen von vielen Widerstandsbewegungen in Syrien eigentlich einen ziemlichen Dämpfer bekommen. Wir haben im Übrigen, auch wenn dich das interessiert, zwei Folgen zum Thema des Islam gemacht. Einmal generell und dann nochmal im Speziellen, nee, zum Islamismus gemacht. Einmal im Generellen und einmal speziell nochmal zum Verhältnis der deutschen Linken dazu. Also, wenn du da tiefer einsteigen möchtest in unsere Gedanken dazu, kannst du das mal nachholen. So, was haben wir hier noch? Ja, gerade glaube ich nichts Spezielles.
Generell finde ich es auch einfach nochmal wichtig festzuhalten, was glaube ich jetzt noch nicht von uns gesagt wurde, was vielleicht einfach so eine Form von Moralismus oder einfach so, aber ich bin einfach immer primär, worum es für mich halt abseits aller Analyse und abseits des Verständnisses von all dem geht, ich bin halt einfach immer nur abgefuckt, wenn sowas passiert. Also ich bin halt abgefuckt, wenn halt am 7. Oktober halt Juden abgeschlachtet werden von der Hamas, und ich bin halt abgefuckt, wenn halt die israelische Armee dort den Gazastreifen bombardiert. Das ist halt, wer sind wir, uns da halt zu positionieren? So, wer sind wir, um da halt irgendwie zu sagen, ja geil, irgendeine Seite anzuschließen? Das finde ich halt einfach auch nochmal wichtig als halt so eine Grundposition. So, wir hassen halt einfach Krieg. So, wir hassen, wenn Menschen für all die ganze Scheiße, die da passieren, halt sterben. Und das finde ich halt, muss man auch immer mal wieder dazwischen halt sagen, weil ja, ich kann da halt auch über so ein Thema nicht einfach nur so analytisch reden und einfach so daher so ein bisschen so, ja, so und so und so und so ist das. Das ist auch wichtig, aber zwischendurch ist es auch mal wieder wichtig zu sagen, so, was geht da halt eigentlich? Das ist halt einfach, und was geht halt mit Linken, die halt dann sagen, dann halt die eine Gewalt oder die andere Gewalt relativieren, so. Das ist doch nicht das, was linke Werte ausmacht, das, was unsere grundsätzlichen Blick auf die Welt ist. Ich finde das halt einfach nur total abgefuckt, und mich macht das halt sehr traurig und wütend. Ja, Cameron, natürlich ist das hier der richtige Umgang damit, sich auf die Seite der Zivilbevölkerung zu stellen. Die Frage ist halt nur immer, was bedeutet das jetzt konkret, weil ja, wie du schon gesagt hast, natürlich ist es ganz klar, dass die Massaker vom 7. Oktober durch die Hamas halt absolut widerwärtig sind. Und natürlich ist es absolut widerwärtig, was es jetzt an israelischen Bombardements auf Gaza niederschlägt und die Tötung der Zivilbevölkerung. Aber die Frage ist halt immer, bleibt es dann dabei, dass man eben sagt, das, was da jetzt passiert, das ist eine furchtbare Sache, weil da würden wahrscheinlich viele Leute zustimmen, die jetzt nicht komplett wahnsinnig sind, Ja, und wie würden viele sind halt sagen, komplett wahnsinnig, so gerade? ja, aber die Leute sagen ja trotzdem, ja, finden wir auch alles gerade ganz furchtbar, aber wir unterstützen aktiv Politik, die eben dazu führt. Genau, Das ist halt die Sache. Und im nächsten Atemzug dann. ja, Du willst eine Konsequenz daraus haben. Was bedeutet das für uns, für unsere Politik? Also dabei kann es natürlich nicht stehen bleiben, das stimmt. richtig so. Und das Klar. ist halt das Problem, dass sich in vielerlei Hinsicht eben darauf dann auch häufig, und das meine ich dann Hast du auch mit dieser recht. anarchistischen Position, zurückgezogen wird. Dann sagt man, ja, es gibt hier gerade nicht viel, es gibt gerade nichts, wo wir uns positiv drauf beziehen können. Und ja, also was ich tatsächlich an der Stelle sagen würde, ist, so wie der palästinensische Widerstand aktuell aussieht, da wird sich tatsächlich von hier aus, glaube ich, recht wenig dran drehen lassen. Ja. Abgesehen davon, dass wir natürlich dafür sorgen, dass eben islamistische Kräfte vor Ort zurückgedrängt werden. Wobei das Also hier mit, meinst du jetzt vor Ort? genau, vor Ort, wo das aber natürlich mit der Linken, die wir haben und ihrem ja, feigen bis peinlichen Verständnis von islamischem Fundamentalismus nicht großartig passieren wird. So, und natürlich auch der fehlenden Unterstützung beispielsweise von der kurdischen Bewegung. Aber das, was ja tatsächlich dazu führen wird, dass eben es irgendein Weiterkommen in diesem Konflikt geben wird, ist halt einfach eine radikale Kritik der israelischen Politik. So. Und das ist halt das, was ja, was im weitesten Sinne von uns eigentlich geleistet werden muss. Ja, wir brauchen eine klare antiimperialistische Perspektive da drauf, die in diesem Diskurs um der Kritik von der Politik Israels dominant wird in dem Diskurs darum. Und dann ist man auch in einer anderen Position, um halt reaktionäre Kräfte rauszudrängen.
Weil letztendlich dadurch, dass man ja sich da so rauszieht und halt einfach das halt den Kräften, die es halt gibt, überlässt und einfach sich auch darauf zurückzieht, auf dieses einfach nur, ja, das ist alles schrecklich und ja, eigentlich bräuchte es irgendwas total Utopisches, da stimme ich dir auch zu. Dadurch überlässt man dann am Ende des Tages einfach nur den reaktionären Kräften das Feld und man hat halt, ist halt nicht selber Teil der Handlungen, die halt passieren. Und das stimmt schon. Da, aber das ist halt keine einfache Aufgabe, wenn du halt Teil von der Linken bist, die halt so verrückte Positionen halt von beiden Seiten halt eben einnimmt. Dann steht man halt wieder Ja. alleine oder relativ alleine da, ne? Wo halt von allen Seiten halt nur Scheiße kommt. Und dann bleibt es halt auch oft dabei, aufgrund dieser Schwäche, dass man ja sich halt einfach nur zumindest dann darin bestärkt, dass man die richtige Position an und für sich halt vertritt. Das finde ich halt, ist ja schon mindestens ein kleiner Teil von was wir jetzt auch zum Beispiel machen können oder was unsere Community auch machen kann, dass man dann zumindest innerhalb, dass man sich zumindest gegenseitig halt stärkt und halt auch innerhalb einer Linken halt eine klarere Position vertritt. Aber das reicht natürlich nicht aus. So. Aber wie immer im Kontext von solchen Großereignissen und im Kontext von solchen Krisen und Kriegen ist es halt nun mal so, die treffen halt auf eine geschwächte klassenkämpferische Linke, die halt kein klares antiimperialistisches Verständnis hat, etc. pp. Und das kann man dann auch nicht in diesem Moment einfach so umdrehen, sondern das ist halt eine Frage von Aufbau und von Kräfteverhältnissen innerhalb von der revolutionären Linken. Und in so einer Situation werden dann halt diese Kräfteverhältnisse deutlich. Wie ist die Linke aufgestellt? Und da muss man halt einfach sagen, dass die Linke halt scheiße aufgestellt ist. Und das können wir halt dann auch in so einer Situation nur sehr, sehr begrenzt ändern. Das Einzige, was wir halt hoffen können, ist, dass wir unseren kontinuierlichen Aufbau fortsetzen, unsere Kräfte stärken und dann halt auch viele Menschen dann sehen, innerhalb der Linken sowohl als auch außerhalb. Okay, das waren die Leute, die halt vernünftige Positionen vertreten haben. Vielleicht denke ich da um oder schließe mich denen an. Ja, also ich glaube beispielsweise aktuell wäre das, was man machen könnte, einfach einen Waffenstillstand fordern. Ja, Ich absolut, glaube, das klar. wäre das Erste, damit nicht jeden Tag, ich weiß gerade nicht, wie viele 100 Menschen sind in Gaza sterben. So, das wäre das Erste. Ja. Weil das muss man sich ja vor Augen führen. Ich finde da tatsächlich immer, finde da tatsächlich auch immer diesen Vergleich gut, der aktuell gemacht wird mit eben, wie viele Zivilisten im Ukraine-Krieg gestorben sind und natürlich auch da Zahlen, die sicherlich noch nicht irgendwie abgeschlossen sind, die eigentlich genauso, also ich glaube, aktuell hat man sogar jetzt mit den getöteten Zivilisten in Gaza die Zahl übertroffen von getöteten Zivilisten im Ukraine-Krieg. So. In diesen gesamten Jahren, ne? Also das muss Genau, man wir sich reden ja. jetzt von einem Monat, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt, meine ich, den 8., ne? Ja, 8.11. 8.11., ja, knapp einen Monat. Knapp einen Monat die Zivilistenzahl an Toten wie in der gesamten Zeit des Ukraine-Kriegs. Aber wie soll man mit einer Gruppe wie der Hamas umgehen, statt militärisch oder weniger invasiv? Ich erwarte von euch keine Lösung. Und dito zum Frust. Diese Frage kommt natürlich von Free Gaza, von Hamas. Ja, wie soll man mit so einer Gruppe umgehen? Also da muss ich ja jetzt nicht irgendwie einen Anspruch an den israelischen Staat stellen. Also die haben ja ein ziemliches Eigeninteresse daran, eben gegen die Hamas vorzugehen, so. Und die Frage ist ja eher, wie können wir eben für eine zukünftige sinnvolle Lösung
Forderungen stellen. Und die Sache ist jetzt die, auch nach der kompletten Zerstörung von Gaza und den inzwischen über 10.000 toten Zivilisten wird sich nicht irgendwie der Terror vom ausgehend von palästinensischen Widerstandsgruppen irgendwie in Luft auflösen. Also man muss das ja auch einfach erstens alles in Relation setzen, nämlich erstens geht es unter allen Umständen, unter allen Toten, egal wie viele auf palästinensischer Seite darum, einfach nur zu verhindern, dass es kein Sicherheitsrisiko mehr für Israel gibt, weil dann argumentiert man ja einfach nur aus eben der Staatsperspektive. Und das Zweite ist, wenn wir uns die Geschichte angucken, dann, also Hamas waren ja die, die wirklich ab den 90ern dann maßgeblich eben Suizid, Attentate. Selbstmordattentate, genau, Selbstmordattentate ausgeführt haben. Also jetzt nicht irgendwie, dass es vorher das nicht gab. Es gab vorher schon Selbstmordattentate, die genutzt wurden. Ich glaube, das wurde sich ja auch von schiitischen, islamistischen Gruppen aus dem Libanon dann abgeguckt. Aber es war ab einem bestimmten Zeitpunkt so, dass eben die Hamas wirklich eine groß angelegte Kampagne damit gemacht hat. Und tatsächlich war es so, dass lange Zeit eben in der palästinensischen Bevölkerung das eine wirklich abgelehnte Praxis war. Das hat sich nur nach und nach verändert. Und man sieht ja auch, mit den Jahren merkst du ja einfach in der palästinensischen Bevölkerung, dass sich eigentlich ein Positivbezug auf einfach alles Mögliche an gewaltvollem Widerstand gegen Israel verstärkt, weil die Leute einfach immer mehr Trauma erfahren und natürlich auch eine immer ausweglosere Situation haben. Und genau da können dann solche Gruppen wie Hamas und Co. dann eigentlich auch anschließen. Und deswegen wird auch jetzt dieses Zerbomben von den. Gut, dann schaffen sie es vielleicht wirklich jetzt die nominelle, nach außen auftretende Struktur der Hamas dann irgendwie zu zerstören. Dann kommt der palästinensische islamische Dschihad, dann kommt vielleicht eine ganz neue islamistische Kraft. Wer weiß, was sich da noch aus den Fingern gesogen wird. Man muss sich das ja auch mal vorstellen, wird jetzt, wie du es genau sagst, halt neues Traumata geschaffen. So die Leute, wie viele Menschen werden denn jetzt ihre besten Freunde, ihre halbe Familie, ihre Kinder etc. verlieren? Die werden ja jetzt nicht einfach danach dann sagen, ah ja, okay, alles cool, jetzt ist die Hamas irgendwie kaputt gebombt, alles gut so, lass doch jetzt einfach in Frieden leben. Also das ist ja klar. Ich finde doch, dass Sadi das auch nochmal beschrieben hat. Das Problem ist, rechte nationalistische Politik führt zu solchen Konflikten und diese Konflikte stärken die rechten nationalistischen Positionen. Für Rechte ist sowas eine Win-Win-Situation. Und das ist es ja basically auch. Also ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, dass mich das auch so ein bisschen wütend macht, weil ich merke jetzt auch, dass man schon wieder nur in diese Position reinkommt, dem Argumentieren, ja, wie könnte man denn jetzt dafür sorgen, dass es dann so eine islamistische Kraft wie die Hamas nicht mehr gibt oder wie könnte man eigentlich damit umgehen? Aber am Ende des Tages, und das ist ja auch so eine Position, die es tatsächlich auch in der deutschen Linken teilweise gibt, wo man dann ja immer gerne diesen Vergleich bemüht mit Nazi-Deutschland. Ja, aber guck mal, Nazi-Deutschland wurde ja auch kaputt gebombt und militärisch niedergeschlagen und dadurch hat man dann auch noch mit einer effektiven Besatzung und einer Re-Education dazu geführt, dass es keinen weiteren Bedarf der Deutschen dann mehr daran gab, neue neonazistische Strukturen aufzubauen, die Macht wieder zu übernehmen und die Nachbarländer zu überfallen. Also erstmal ist es ganz offensichtlich, wie komplett hirnrissig dieser Vergleich ist, aber um mal einen Aspekt davon rauszunehmen und den mal auch so ein bisschen vielleicht zu entzaubern, der nicht so häufig dabei genommen wird, und das ist ja dieses. Ja, warum haben die Deutschen denn einen anderen Weg eingeschlagen? Man hat ihnen ja tatsächlich mit der wirtschaftlichen Unterstützung durch die Vereinigten Staaten, dem Aufbau der Europäischen Gemeinschaft und eben Westdeutschland als einem System einen tatsächlichen, also jetzt mal Ostdeutschland einfach ausgeklammert, mit Westdeutschland einen Staat gegeben, mit dem sie tatsächlich international gemessen und europäisch gemessen
eigentlich eine richtig vernünftige staatliche Perspektive hatten und auch eine vernünftige Perspektive auf ein Leben als Staatsbürger. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Realität in Palästina aussieht. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Also nicht nur, wenn wir uns Gaza angucken, wo ein das ja wirklich, also wo einem das ja ganz offensichtlich scheint, wie absolut desolat die Lage vor Ort ist. War es ja Genauso, wenn wir vorher uns, schon. genau, war es ja vorher schon, genauso wie wenn wir ins Westjordanland gucken. So, Westjordanland auch eine einzige Katastrophe mit der Drei-Zonen-Regelung. Also unter was für widrigsten Umständen die Leute da vor Ort leben. Und da kann man auch wirklich nicht sagen, das wird ja immer so ein bisschen dann aufgemacht, ja, aber sie haben doch jetzt mit der PO, sie haben doch, was sind das? 20% komplett eigenregierte Gebiete, lass es 25% meinetwegen sein und nochmal 25 oder 20% drauf, wo sie dann eben so eine geteilte Kontrolle haben. Aber ansonsten, alleine schon die Mobilität der Leute ist so massiv eingeschränkt. Die Mobilität der Wirtschaft natürlich vor Ort ist komplett eingeschränkt. Im Endeffekt hat sich da nichts von einer vernünftigen, funktionierenden Staatlichkeit aufgebaut. Und die Leute leben halt einfach unter widrigsten, beschissensten Umständen. Und das wird natürlich jetzt nicht nur nicht besser werden, sondern das wird halt, also das, was es an ziviler Infrastruktur ja faktisch gab, an Krankenhäusern etc., das ist ja, wird ja nach diesem Krieg einfach weg sein. Also das wird ja komplett planiert, das Gebiet. Und von daher, also, und genau wie du halt sagst, wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, was ja das Argument ist, worauf du eingegangen bist, dann gab es ja in Deutschland das sogenannte Wirtschaftswunder, was ja dazu geführt hat, dass die Leute dann eben auch andere Ideologiefragmente angenommen haben, weil sie dann halt auch einen anderen Sinn, einen anderen Bezugspunkt gewonnen haben. Und wo soll dieser Bezugspunkt halt für die Palästinenser denn anders entstehen? Klar, Nightmare schreibt nochmal, soweit ich weiß, werden aber jetzt auf beiden Seiten auch die Stimmen gegen die jeweilige politische Führung laut. Meine Hoffnung ist, dass nach dem Krieg es eine breite Sozialbewegung entsteht. Und natürlich, das ist auch unsere primäre Hoffnung. Das ist immer unsere primäre Hoffnung, dass halt die Menschen von unten eben erkennen, dass ihre jeweiligen politischen Führungen, also die rechte Regierung von Israel und die Hamas, die Menschen eben beidseitig ins Unheil treibt. Und das ist auch letztendlich die Perspektive, die wir natürlich erhoffen. Ich meine, in Israel gab es ja eine sehr, sehr breite, also eine gigantische soziale Bewegung, die so sehr lange nicht mehr da gewesen ist. Und vielleicht war es, hätte es sogar dazu kommen können, dass es zu einem Sturz von Netanyahu gekommen wäre. Ich meine, es gab ja sogar innerhalb des Militärs entsprechende Dissertationen und alles Mögliche. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen passé. Dennoch, die Hoffnung ist da, dass nach diesem Krieg, weil währenddessen ist es immer sehr unwahrscheinlich, weil natürlich beide Seiten jetzt aus unterschiedlichen Gründen daran festhalten wollen, aber dass nach diesem Krieg dann, wenn sich der Nebel lichtet, beide Seiten eben erkennen, in welches Unheil sie dort gelaufen sind. Ja, also ich meine, bezüglich Israel kann man da, glaube ich ehrlich gesagt, dass das einfach zu einer Zunahme eben von rassistischen Positionen und Pro-Besatzungs-, Pro-Kriegspositionen führen Klar. wird. Also das auf jeden Fall schon, wie es jetzt um Netanyahu dazu danach ausschaut, das ist wieder eine andere Frage. Also, dass jetzt aktuell das natürlich nicht passiert, ist klar, aber ich weiß gar nicht, bei wem ich das jetzt mal gehört habe. Das war mir jetzt auch nicht in der Form bewusst, dass es ja auch tatsächlich so ist, dass viele israelische Premiers dann eben ihr Amt verlassen mussten, nachdem es irgendwelche Kriege gibt, weil das ein Thema ist, wo die israelische Öffentlichkeit logischerweise sehr penibel drauf reagiert und da dann auch ja, Fehler bei den Politikern sehr scharf kritisiert. Und es gibt ja auch viele, die eben Netanyahu genau dafür verantwortlich machen, weil ja, es ja auch gewissermaßen Israel unvorbereitet getroffen hat.
Ist halt die Frage, wie das danach rezipiert wird, wie das alles danach gesehen wird. Das finde ich sehr schwer zu beurteilen, weil es gibt ja auch die Vermutung, dass beispielsweise die Desertation oder dass im Endeffekt eher der zeitweisige Streik beim Militär und generell auch die Schwächung eben von den Strukturen genau das ermöglicht hat Ja. mit dem Hamas-Massaker. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die eben sagen, dass die Verlegung von Militärkräften ins Westjordanland dafür verantwortlich war, weil wir ja auch 2022 das gewalttätigste Jahr von eben Siedlergewalt und generell auch den Tötungen von Palästinensern durch Sicherheitskräfte im Westjordanland hatten. Also natürlich ist es Kaffeesatzleserei, was jetzt generell dort passiert. Das ist halt super offen, so im Allgemeinen. Aber das ist ja letztendlich, wenn wir auch von Losungen sprechen, dann sprechen wir jetzt gerade für den ersten Moment, das hast du schon gesagt, von einem Waffenstillstand. Und im zweiten Moment sollten wir immer davon sprechen, gerade in so einer Situation, eine breite soziale Bewegung von unten. Das ist letztendlich die Losung, die wir auch also am besten jetzt, aber auch für eine Nachkriegssituation sehen. Und das ist ja auch nicht unrealistisch. Also das kann ja passieren, was Nightmare schreibt. So. Ja, ich finde nur immer wichtig, dass, wie gesagt, dann auch anerkannt werden muss. Und das ist ja was, was man in der deutschen Linken dann nicht so gerne sieht, wenn man von einer breiten sozialen Bewegung in Palästina spricht, dass es halt dann auch sich eben primär gegen die Besatzung richten Ja, muss. Weil absolut, das eben natürlich. der größte Faktor für die miserablen Lebensumstände der Menschen vor Ort ist. Das ist es halt, was eigentlich der Kern des Problems ist. Natürlich sollte sich der Zorn berechtigterweise auch gegen die absolut korrupte Verwaltung im Westjordanland richten und natürlich der islamisch-fundamentalistischen Terrorpartei Hamas. Aber im Zentrum des Widerstandes steht natürlich der Widerstand gegen die Besatzung beziehungsweise die israelische Palästinapolitik. Aber seien wir ehrlich, es wird auch niemals zu einer sozialen Bewegung in Palästina kommen, Ja, die die das sich nicht nicht macht. in erster Linie gegen diese Ja, Besatzung richtet, natürlich, natürlich. logischerweise. Aber so ist es ja, wie manchmal deutsche Linke sich das dann Ja, vorstellen. Irgendwie so, die jetzt. machen dann so einen isolierten Aufstand irgendwie gegen Mahmoud Abbas oder so. Nebenbei wirklich eine absolut verwerfliche Person, wenn man sich das mal anschaut. Tatsächlich wohlhabender als Benjamin Netanyahu, der auch durch Korruption und Wirtschaftsverflechtung ein stattliches Vermögen angehäuft hat. Free Gaza vom Hamas schreibt nochmal, also jetzt erstmal Krieg, dann Marshallplan. Das klingt ja nicht mal unrealistisch. Ich denke, das ist ja auch eine spannende Frage. Also Israel wird diesen Krieg sehr, sehr wahrscheinlich gewinnen, logischerweise. Außer jetzt die gesamte arabische Welt wird jetzt doch noch sich gemeinsam gegen Israel verschwören, aber es wird halt nicht passieren, weil mit Saudi-Arabien, das ist ja auch breit durch die Medien gegangen, gibt es ja auch eine sehr starke Annäherung und mit vielen anderen auch. Also die Hamas steht ja schon vergleichsweise alleine da in der Region mit dieser Auseinandersetzung und mit eben mal abgesehen vom Iran und so. Und dann ist halt auch schon die Frage, wir haben auch ein bisschen spekuliert die letzten Tage, wie wird das aussehen, wenn Israel diesen Krieg gewonnen hat, was passiert dann überhaupt? Weil das ist ja wirklich wild. Also, da werden jetzt schon halt Zehntausende von Menschen sterben, aber da werden halt immer noch Millionen von Menschen halt danach leben. So. Und was macht man jetzt halt mit den Leuten? Was wird halt passieren? Also wird es dann halt wieder so eine Form von Autonomieregierung da eingeführt oder gibt es halt eine Militärjunta, die Leute da halt regiert? Das ist ja wirklich eine breite Frage und ich gefühlt glaube ich noch nicht mal, dass sie selber gerade wissen, also was sie genau da machen. Und es gibt auch keine gute und richtige Lösung. Es ist halt alles eine Vollkatastrophe. Ja. Ja. Und umerziehen oder so lassen sich die Leute halt auch nicht, allein schon auf Grundlage der, also aus israelischer Sicht, allein schon auf Grundlage der absolut miserablen materiellen Situation, die wir schon beschrieben haben, der Menschen dort.
Ja, also es ist ja jetzt auch nicht richtig interessant, aus israelischer Seite eine ähnliche Politik wie mit dem Westjordanland zu machen, weil da hast du ja tatsächlich Land, was eben der israelische Staat gerne haben möchte. Und da kannst du nach und nach diese Region ja auch super dadurch schwächen, indem du immer mehr Staatsterritorium eigentlich ja, den lokalen Behörden und den ansässigen indigenen Palästinensern dann abbringst. Aber in Gaza ist das ja jetzt nicht so. Natürlich wurden da auch Siedlungen in der Zeit, wo Gaza noch unter israelischer Militärverwaltung stand nach 67, gab es natürlich auch Siedlungen, die dann ja wieder aufgelöst wurden irgendwann vom israelischen Staat. Also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das jetzt waren, ein paar tausend Siedler oder so, die in Gaza gelebt haben. Aber das war ja jetzt nichts, was irgendwie wirtschaftlich super interessant war, was man da holen konnte oder so. Und deswegen ist das natürlich keine Perspektive, ja. Und mit dieser Installation von einer Autonomiebehörde vor Ort, da haben wir dann wieder halt die Sache, welche palästinensische Kraft möchte sich diesen Schuh anziehen, mit eigentlich durch die israelischen Panzer in Gaza an die Macht gekommen zu sein. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Und natürlich wird Israel, wenn es das jetzt unter eine Militärverwaltung stellt, erstmal sagen, ihr dürft jetzt kein Militär mehr wie vorher aufbauen. Weil natürlich haben die auch zwischendrin immer mal wieder Bombardements von Gaza ausgeführt, kleinere Militäroperationen gegen Tunnelnetzwerke und so. Aber die haben ja die Hamas größtenteils dadurch kontrolliert, dass sie eben Importe nach Gaza kontrolliert haben. Also wirklich natürlich auch mit sehr strengen Restriktionen. Da war ja alles Mögliche dabei, wo dann gesagt wurde, das kann man zu Waffen umwandeln. Beispielsweise Röntgengeräte für Krankenhäuser oder so gehörten auch dazu. Die Hamas hat natürlich trotzdem weiterhin Waffen reingeschmuggelt bekommen und auch sehr kreativ Waffen dann vor Ort da gebaut. Aber ich glaube nicht, dass Israel noch mehr erlauben wird, dass sich da ja, eine tatsächliche so große militärische Struktur irgendwie aufbauen kann. Free Gaza von Hamas stellt nach eigenen Angaben keine Suggestivfrage mit der Frage, woher die Zahl der 10.000 in den letzten 2 Tagen an Zivilistenopfer kommen würde. Also es ging uns auch nicht um 2 Tage, sondern es ging uns um jetzt den Monat. Und im Prinzip ist es doch auch völlig egal, ob jetzt ob es jetzt halt 8.000 oder 15.000 sind, so. Es ist offensichtlich, und das finde ich halt auch so ein Narrativ von eine Übernahme vom israelischen Staat an der Stelle und auch von so einer antideutschen Linken, die dann halt das dann halt nicht sagt, ah ja, also die hat einfach dann nur diese Infragestellung davon. Ich will dir das jetzt nicht so krass, ne? Nicht so krass unterstellen oder dir jetzt böses oder so, aber ich finde das schon, dass das ein gewisses Narrativ ist, weil. Es ist doch Fakt, dass da halt massenweise Menschen sterben und abgeschlachtet werden. Ich meine, wir haben, das ist halt eine Region, da können die Leute können ja nicht fliehen, so unabhängig jetzt erstmal von den Gründen. Natürlich hat das unterschiedliche Gründe. Sie können nicht nach Israel, sie können nicht nach Ägypten. Sie werden auch natürlich von der Hamas teilweise, oder nicht teilweise, sondern sie werden auch von der Hamas als Schutzschilde benutzt, etc. pp. Aber trotzdem sind die Bomben ja von Israel und trotzdem ist es so, dass dort, eine sehr, sehr junge Bevölkerung ist, die, wo es eine sehr, sehr dichte Bebauung auf einem kleinen Gebiet ist, wo die Leute halt nicht raus können. Und wenn du halt da reingehst mit Bodenoffensive und einer wochenlangen Artilleriebeschuss und Bombardement, dann ist doch klar, dass halt zigtausende von Zivilisten sterben und das wird halt einfach in Kauf genommen. Ich meine, selbst auf einer internationalen Bühne wird doch halt die ganze Zeit, selbst die USA oder so appellieren doch halt immer noch an Israel, ja, bitte haltet halt irgendwie so zivilisatorische Standards ein oder so, weil die ja genau wissen, was abgeht. Und dann halt dieses widerliche, bellizistische, Gelaber immer auf Twitter und was weiß ich von irgendwelchen Antideutschen, ja, was ist denn mit den Zahlen und bla bla bla, was dann halt sowas wie mit Jutta Ditfurth oder so jetzt war,
wo sie dann irgendwie das Spiegelcover kommentiert hat von einem Bombeneinschusskrater, wo halt nur männliche Helfer zu sehen waren und dann die Suggestivfrage stellte, wo denn hier die Frauen und Kinder auf dem Bild zu sehen seien. Also es ist einfach nur widerlich so. Was ist, ja, da muss man halt wirklich sagen, so, was sind das für Linke? So, das hat ja nichts mit, und da kann man dann, da stimmt es dann auch, halt, dass Antideutsche an der Stelle keine Linken sind, weil man da halt einfach Grundwerte grundlinke Werte einfach verlässt, indem man halt noch nicht mal das Mindestmaß an Menschlichkeit dort irgendwie behält. Aber sich dann aufregen beim AfD-Zynismus, die ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer, wo nur Männer drauf sind, mit ach mal wieder die Frauen und Kinder kommentieren, ne? Also natürlich, Free Gaza von Hamas, hast du recht, dass mit Zahlen Politik gemacht wird. Und sicherlich wird die Hamas höhere Zahlen angeben und weiterleiten und auch über irgendwelche Hilfsorganisationen und NGOs und so weiter vermitteln, als dann der Realität entsprechen. Und natürlich ist es schwer, halt diese Zahlen irgendwie zu verifizieren. Aber das ist doch trotzdem. Ist halt auch einfach recht normal, Genau, es so ist in jedem in Krieg halt Kriegen. so, die eigene Seite, die die Opfer zu beklagen hat, gibt dann immer höhere, um halt die andere Seite als noch barbarischer darzustellen und was weiß ich. Die Sache ist natürlich jetzt im Falle von Israel, ist es ja einfach so, dass es da natürlich auch viel mehr Presse gibt und natürlich auch eine freiere Presselandschaft als jetzt in Gaza. Und da ist es klar, dass wahrscheinlich die Zahlen da einfach genauer sind. Aber nichtsdestotrotz wird diese Zahl von den 10.000, und da würde ich echt meine Hand für ins Feuer legen, relativ korrekt sein. Und wie du auch schon gesagt hast, ob es jetzt sich um 10% nach unten oder oben am Ende dann korrigiert, ist egal. Weil natürlich ist diese Zahl auch jetzt aufgekommen, aber wir haben ja die ganze Zeit eigentlich konnten schon darüber sehen, das ist ja jetzt keine Situation, die irgendwie vor kurzem eskaliert ist oder so, sondern wir haben kontinuierlich wirklich ein massenhaftes Sterben in Gaza gesehen. So, kontinuierlich ein massenhaftes Sterben. Genau, deswegen, Sadi, werden wir auch nicht mehr falschen, sondern das war einfach noch mal wichtig von uns, weil diese Frage eben aufkam, da auch noch mal klar drauf zu antworten. Und damit möchte ich das auch abhandeln, weil ich sowas auch immer ein bisschen widerlich finde, über so ermordete Menschen dann auch da solche Spekulationen hin und her zu werfen. So, Sadi, noch mit deiner Frage, was erwarten Aber mal eigentlich, eben ja. nebenbei, und das finde ich nämlich wichtig, weil das ist dann auch, in sowas darf man auch nicht verfallen bei diesen Zahlen, ist halt absolut wichtig, finde ich, herauszustellen, was für einen Unterschied wir trotzdem Klar. dann für sowas, ohne das Leid der Menschen in der Ukraine irgendwie dann wieder kleinreden zu wollen, darum geht das nicht. Ich finde auch teilweise diese Position und irgendwie von einfach nur so einem Belächeln der Schicksal von ukrainischen Menschen, was es dann auch wieder von ganz kleinen Teilen irgendwie der antirassistischen Bewegung in Deutschland dann auch gab oder international, dass man da dann eben auch Empathie für abgebaut hat. Aber nichtsdestotrotz einfach mal diese Relation zu setzen. Und vor allem von der öffentlichen Betrachtung. Natürlich hat das was mit staatlichen Interessen zu tun. Aber das, finde ich, muss man sich einfach immer vor Augen halten, wenn es darum geht, was wir da eigentlich jetzt für eine wirklich absolut scheußliche humanitäre Situation haben. Und natürlich auch die Relation der beiden Seiten. Also das kann man ja auch, muss man auch dann in dem Fall dazu sagen, dass es eben kein gleichmäßiger Konflikt ist, wo auf beiden Seiten ähnlich viele Leute sterben oder so, sondern dass halt immer in gar keinem Verhältnis steht, wie viele Menschen in Palästina sterben. Ja, und vor allem, was für eine Gefahr das darstellt. Das finde ich ja auch noch immer wichtig. Natürlich haben wir jetzt mit dem Hamas-Massaker gesehen, also was auch möglich war. Und ich verstehe auch, wie gesagt, gerade von israelischer Seite, wie schockierend das ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man auch diese Vergleiche, die damit aufgemacht werden, irgendwie, wir stehen jetzt in Israel vor einer neuen existenziellen Bedrohung. So, Der zweite Holocaust und so, ne? das ist ja auch Genau. immer, das ist natürlich ein unfassbar schwieriges Feld, auf dem man sich bewegt, wenn man darüber redet. Aber ich finde es halt wichtig festzuhalten, dass es sich hier wirklich nicht um eine existenzielle Bedrohung von Israel handelt, so wie das dargestellt wird. So, wenn wir uns jetzt die Kriege angucken, die Israel
durchgemacht hat. Da kann man ja auch wirklich, gerade der Krieg, wo es ja immer gesagt wird, 67, das ist jetzt eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel, weil man sich das militärhistorisch anguckt, ist das eine sehr fragwürdige Begründung gewesen, die da gegeben wurde. Aber wenn man sich die anderen israelischen Kriege anguckt, ja, natürlich kann und muss man darüber sprechen. Aber das an dieser Stelle jetzt zu sagen, ist wirklich einfach nur extrem fragwürdig. Und das finde ich halt dann auch so krass, wenn das auf diese Seite gedreht wird, von Israel steht jetzt vor einer existenziellen Bedrohung, während wir bei den Menschen in Gaza tatsächlich sehen, wie sie eben vor einer existenziellen Bedrohung stehen. Weil, wie gesagt, Israel kann diesen Krieg eigentlich quasi nicht verlieren. Also das ist einfach von den Kräfteverhältnissen. Darüber müssen wir ja gar nicht sprechen. So. Und noch vielleicht ist auch ein sehr, sehr großes Fass. Und natürlich ist es auch irgendwo verständlich, wenn jetzt halt Opfer von diesen Gräueltaten dann halt auch extreme Sachen sagen, wie jetzt halt, okay, das ist jetzt irgendwie so der zweite Holocaust oder so, aber das ist halt, das muss man dann halt auch irgendwie dazu sagen, dass für mich, ich habe halt dann sehr stark dieses Gefühl gehabt von, das kann man auch einfach nicht vergleichen. Also man kann halt der Holocaust, die Shoah ist zu Recht nun mal wird halt herausgestellt, dass es eben eine industrielle Vernichtung mit dem Ziel war, Juden auszurotten. Und natürlich hat die Hamas auch das Ziel, die Juden auszurotten. Da stellen wir ja gar keine Frage, aber sie hat ja gar nicht die Möglichkeit dazu, dieses Ziel zu erreichen. Und es liegt ja auch keine industrielle Vernichtung von Jüdinnen und Juden an der Stelle vor. Deswegen finde ich das auch einfach aus einer analytischen Perspektive total falsch, das zu vergleichen. Gut, dann jetzt zu der Frage von Zadi. Was erwarten eigentlich die Wähler der israelischen Regierungskoalition? Frieden oder Krieg, Rache? Wisst ihr was über die öffentliche Meinung, speziell der Wähler? Ich glaube, die Wähler der Regierungskoalition versprechen sich ganz unterschiedliche Sachen, wenn man sich diese Regierungskoalition anguckt. Also da haben wir ja eigentlich jetzt von Ultraorthodoxen, die eben ihre Rechte besonders vertreten gesehen haben möchten, bis hin zu einfach nur konservativen Juden, die eine andere Staatsvorstellung haben, da bestimmte strengere Einhaltung von religiösen Regeln oder mehr Geld für ultraorthodoxe Schulen oder so ein Krams, was sie sich halt davon versprechen. Andere machen das halt eher, weil sie die Siedlungspolitik vorantreiben wollen, weil sie eben eine bestimmte Perspektive haben. Also gibt es ja alles Mögliche von solchen, die sagen, sie wollen eben nur das Westjordanland komplett unter israelische Kontrolle bringen und dann eben eine kleine palästinensische Enklave um Jericho haben, zu denen die sagen, ganz Westjordanland und ganz Gaza muss uns gehören und die Palästinenser in Gaza müssen ja nach Ägypten deportiert werden, zu denen die noch größere nationale Ambitionen haben. Also findest du ja alles. Ich glaube, was dir jetzt tatsächlich in der Frage jetzt eint, ist eben eine Hardliner-Position gegenüber der Hamas in Gaza. So, das ist halt klar, dass worum es jetzt geht, kombiniert eben mit einem Vorantreiben. Also das ist ja auch das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, einem sehr radikalen Vorantreiben vom Siedlungsbau im Westjordanland. Ich glaube, das sind jetzt gerade die zwei Perspektiven, die wir da sehen. Und natürlich, dass der Bibi an der Macht bleibt. Das auch. Ja gut, da gibt es ja unterschiedliche Fraktionen. Also es gibt ja auch von der Oppositionsseite, gab es ja gerade nach Beginn dieser Kriegshandlung die Forderung des erneute Forderung des Rücktritts. Ja, von der Opposition, Ja. klar. Ich meine, das sind ja auch die ganzen Kräfte, das muss man ja auch nochmal sagen, das sind ja auch sehr unterschiedliche Kräfte. Absolut, ja. So, das wird ja auch häufig dann irgendwie, wir haben jetzt diese eine große demokratische Bewegung irgendwie in Israel, die sind alle irgendwie schon so vage für das Gute so, aber da haben wir auch einfach sehr unterschiedliche Verständnisse, was der israelische Staat sein sollte, Wirtschaftspolitik,
Ethnienpolitik, Religionspolitik etc. da vor Ort in der Opposition. Aber natürlich, die vereinen sich darüber, dass sie gegen Netanyahu sind. So. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch sogar noch irgendwie so ganz vereinzelt so Kräfte des dritten Weges, so die sagen, wir wollen weder Netanyahu noch nicht Netanyahu, wir wollen hier was dazwischen, weiß ich nicht. Ja. Ja, Leute, was beschäftigt ihr euch sonst noch, was dieses ganze Thema, was diesen ganzen Komplex angeht? Dich scheint noch was zu beschäftigen. Ja, ich glaube tatsächlich, was man schon sagen kann nochmal über die Regierungskoalition, ist, dass die sich eben ja tatsächlich vor allem darüber verkauft haben, dass es eben um die Sicherheit Israels gibt. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, wenn man das dann jetzt im Zuge von den Massakern des 7. Oktobers dann natürlich bewertet. Aber das war ja im Endeffekt auch das, worüber die sich halt verkaufen konnten. Und das ist ja auch immer wieder das, was eigentlich so der Opposition vorgeworfen wurde, generell auch den liberalen Kräften am obersten Gerichtshof, was ja auch häufig eine Kritik war, dass eben alle anderen Kräfte, außer jetzt die Regierungskoalition um Netanyahu, eigentlich die Sicherheit Israels untergraben. Das war ja auch eigentlich das, was sich immer mehr zu so dem Hauptvorwurf gemausert hat und was auch immer wieder angebracht wurde, wenn es beispielsweise zu sozialen Protesten in Israel kam. So. Was ich vielleicht nochmal spannend finde zu besprechen, ist so die ganze Situation der palästinensischen Exilbewegung, weil das kann man eigentlich ganz gut beispielhaft festmachen an den Demonstrationen in Dortmund. Wir hatten ja an einem Tag, hatten wir ja ganz unterschiedliche Mobilisierungen, und zwar 3 Stück nebeneinander. Da hatten wir einmal eher so dieses PLO-Lager, also die halt eher das Westjordanland regieren und die halt eher so sozialdemokratisch gesinnt sind. Die hatten die größte Demonstration, glaube ich, bei uns in Dortmund. Da waren so, ich weiß gar nicht, 2000 Leute oder so, also schon ein bisschen größer, 1500 irgendwie so. Dann haben wir eine islamistische Demonstration gehabt, die von der Fokan-Gemeinde, das ist so eine, ja, etwas skurrile islamistische Kleinstorganisation, die auch nur in ganz wenigen Städten so existiert, aber die in Dortmund gar nicht so unbedeutend ist. Die haben halt ein großes Büro und haben dann auch dort die Demonstration, die zweitgrößte Demonstration grob organisiert. Da waren dann, glaube ich, so 600 Leute oder so. Und dann auch mit Geschlechtertrennung im Übrigen, mit, wo dann halt Frauen und Männer getrennt waren, die Frauen dann halt komplett in Burka und so und mit entsprechenden Schildern, dass man die Scharia einführen möchte. Also auch offen die Scharia gefordert auf diese Demonstration, was ich auch nochmal, was wirklich jetzt auch schon länger, glaube ich, nicht mehr vorgekommen ist in Deutschland. Und dann als eine dritte Demonstration die linken Kräfte, wo dann so in etwa 300 waren. Und die dann, ich weiß nicht, ob das dann von Samidun organisiert war, die auch dann so PFLP-nah sind. Und das fand ich auf jeden Fall nochmal ganz interessant, so von den Kräfteverhältnissen. Und das spricht vielleicht, das ist natürlich von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich, aber spricht vielleicht auch so als beispielhaft grob für die palästinensischen Exilkräfte in Deutschland und zur Einschätzung. Und ja, ich finde es halt wirklich auch krass, dass sich die staatliche Repression und die Berichterstattung so stark auf die kleinste Kraft eigentlich innerhalb dieses palästinensischen Widerstands, also auf die linken Kräfte, eingeschossen hat, weil wo das losging mit den Demonstrationen, war ja wirklich die ganze Zeit in den Medien, ja, Samidun verbieten. Das wurde ja schon versprochen jetzt vom Innenministerium, dass man das auf den Weg bringt, dass man diese Organisation da verbieten wird. Und natürlich, sicherlich kann man die Samidun auch kritisch sehen, aber wir waren jetzt selber nicht bei der Demonstration, aber Genossen von uns haben halt gesagt, die da waren, dass dass es eigentlich eine recht gute Sache war, also wo halt eben so vernünftige Parolen gerufen wurden und es jetzt nicht irgendwelche weirden Sachen gab. Und deswegen finde ich es halt auch nochmal wichtig zu sagen, dass es halt für uns eine Möglichkeit ist, in diesen Konflikt einzugreifen, ist ja faktisch die noch verbliebenen
linken Kräfte, die halt nicht vollkommen wa des Wahnsinns einhergefallen sind, dann auch zu unterstützen halt in unseren Städten und zumindest mal sich diese Demonstration anzugucken und wenn man dann halt eben feststellt, dass, halt, dass diese eben vernünftig sind, sich da anzuschließen und dort auch als deutsche Linke aufzutreten, weil die palästinensischen Linken, die dort diese Demonstration organisiert haben in Dortmund, waren sehr schockiert davon, dass kaum Deutsche da waren. Ja, und sie da dann auch ziemlich alleine gelassen werden. Und das fände ich dann halt schon wichtig, dann, wenn man das dann halt sieht von den Kräfteverhältnissen, dann auch solche Bemühungen halt zu unterstützen, wenn es sich anbietet. Muss man sagen, es war wirklich das Wenigste, so das Geringste, was man machen kann. Ja, also du hast natürlich auch recht für die Gaza-Hamas, dass die dass es halt ziemlich hängen geblieben war, wie Samidun dann auch diese Gräueltaten der Hamas verharmlost hat. Aber wie gesagt, unsere Leute da fanden es halt eine gute Geschichte war bei uns in Dortmund. Ich denke, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Kräfte und so und ja. Tatsächlich kann ich jetzt auch da irgendwie gar keine allzu große Einschätzung abgeben, wie sich das jetzt in Deutschland verhält. Ich meine, vielleicht eine Erklärung dazu wäre, dass ja auch PFLP-Brigaden an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt waren. So. Also ja, nicht nur die PFLP, sondern es war ja auch noch der palästinensische islamische Dschihad dran beteiligt und auch Brigaden der der DFLP, so der zumindest damals nominell maoistischen Organisation, wobei ich gar nicht weiß, wie die sich jetzt inzwischen so inhaltlich entwickelt haben. So, ihr habt noch ein bisschen was geschrieben. Nightmare schreibt, ich würde behaupten, dass es in Gaza mehr zivile Opfer gibt als in der Ukraine, allein deshalb, weil die Bevölkerungsdichte dort sehr krass ist und andererseits, weil die Ziele meist auch zivile Ziele sind, da die Hamas keine direkten Militärbasen betreibt. Ja, das brauchst du nicht nur behaupten, sondern das ist auch faktisch so. Dann schreibt Ed Cameron, ich finde es wirklich ekelhaft, wie Leute zum Beispiel Aiwinger jetzt auf einmal den Kampf gegen den Antisemitismus für sich entdeckt haben und dass jetzt wieder von sowas wie importiertem Antisemitismus gesprochen wird. All das muss man auch nochmal dazu sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt von dir, dass das passt, also wie es der deutsche Staat damit umgeht, ist ja wirklich hervorragend, passt es in diesen liberalen Nationalismus halt rein, über den wir auch in der Folge zu Nationalismus, zu deutschem Nationalismus gesprochen haben, dass man dort eben, also diese Verantwortung von, ja, Deutschland hat halt den Holocaust verursacht, dort dann halt eben so probiert dann auch zu gerecht zu werden. Das ist ja noch zusätzlich zu dem, was du schon ausgeführt hast, mit, dass es halt eine sehr starke staatliche Verbundenheit einfach und Zusammenhang gibt und dass dann halt entsprechende Leute, die ja wirklich gar nichts mit einer Antidiskriminierungspolitik eigentlich zu tun haben, sich dann da wunderbar drauf aufsatteln, das passt natürlich sehr schön ins Bild und passt auch sehr gut in diese neu entflammte, ja, ausländerfeindliche Rhetorik, die jetzt auch Scholz und Co. für sich so ein bisschen entdeckt haben, wo man dann da noch so ein bisschen drauf rumreiten kann. Ja, das ist halt dann so die einzige Diskriminierungsform, Antisemitismus, wenn er von den anderen betrieben wird, für die man dann das Herz erwärmen kann. Ja, ich meine, das hat ja jetzt auch wirklich schon absolut skurrile Früchte getragen. Also, wir sind ja jetzt so weit, dass es diese Diskussion darüber gibt, dass das zur Einbürgerung in Deutschland dann gehören soll, dass es ein klares Bekenntnis zur Solidarität mit Ja, Israel gibt. das fand ich wirklich einer der, also nein, das die absurdeste Diskussion, die ja ernsthaft geführt wird, also dass halt ernsthaft darüber nachgedacht wird, dass jetzt halt Leute, die in Deutschland Asylantrag beantragen, dass man denen halt ein Bekenntnis zu Israel abbringt. Also auf was für einer Ebene bewegen wir uns denn bitte? Was halt wirklich seriös bei irgendwie, also seriös,
ne, bei irgendwie Maybrit Illner oder sowas diskutiert wird. Ey, das denkst du dir echt. Also ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass es hierbei nicht darum geht, ob es am Ende des Tages wirklich praktikabel ist, weil ciao, Negativland. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich jetzt, egal ob aus einem Kriegsgebiet oder aus wirtschaftlichen Gründen flüchten würde und wirklich den Weg nach Deutschland gemacht habe, dann würde ich jeden Wisch Papier unterschreiben, der mir irgendwie sagt, du, was weiß ich, musst dich mit dem marokkanischen Anspruch auf die Westsahara. oder was weiß ich, solidarisieren. Aber ja, ich meine, es soll ja wirklich darum gehen, eben eine ja, einfach nur weitere Drangsalierung der Leute und vor allem auch eine Kategorisierung von eben Muslimen, die hier hinkommen, als eben jetzt die große Gefahr für deutsche staatliche Interessen. So. Ich würde sagen, wir teilen uns jetzt mal dieses Mikrofon, weil deins ist bald vom Akku zu Ende. Ja, ich würde auch sagen, lass uns noch eine letzte Runde machen. Also wenn ihr jetzt noch was habt, können wir gerne noch ein, zwei Fragen, Standpunkte beantworten, diskutieren. Puh, Josef von Mamas, das muss ich nochmal sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen mit den Weihnachtsfeiern. Aber bis hierhin fand ich wirklich eine interessante Runde und auch eine weitestgehend respektvolle Runde. Ist eine schöne Sache, wenn man auch mal sowas in weitestgehend respektvoller Atmosphäre diskutieren kann. Bist du noch da, heißt? Oder bist du auf deinem Moderatorposten eingeschlafen? Jawohl. Kommt seiner Pflicht nach. Ich glaube, er hat sogar noch. Ja, aber nicht, dass du abbrichst. Ja, was ist die Position vom Gegenstandpunkt? Ich glaube, die erklären vor allem den Konflikt. Naja, das kann man sich ja, glaube ich, ungefähr auch so ein bisschen denken. Und ich finde, wenn man sich das jetzt einfach analytisch anschaut, dann ist das ja, glaube ich, recht klar, was für einen Hintergrund einfach der Konflikt hat, wenn man da so ein bisschen historisch, ökonomisch, antiimperialistisch dran geht. Und ich denke mal, da wird auch der Gegenstandpunkt bei rauskommen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob da schon irgendwie jetzt so ein Sondertext oder so veröffentlicht wurde. Wäre ja eigentlich üblich. Ja, Nightmare, um auch zu dem schönen Ding des Lebens nochmal auch zu kommen zum Abschluss. Wir haben hier einen neuen Studiogast, der wird sicherlich auch, hoffe ich mal, dann auch seinen Platz in unserem neuen Studio dann im Dezember finden, oder? Oh, das ist eine harte Frage. Eigentlich ist das für meinen persönlichen Arbeitsplatz Okay. gedacht. Also kann sein, dass es nur. Vielleicht nehme ich es ab und zu ins Studio dann mit. Okay. Ja, das kann man eigentlich sogar, das ist jetzt ein bisschen weird, das in diesem Stream zu pushen, aber ich war ja vor bald 2 Jahren mal in Estland gewesen und ja, da war so ein Laden, in dem so verschiedene estnische Produkte verkauft wurden, die jetzt von so kleinen Upcoming Artists irgendwie gemacht wurden. Und da war unter anderem dieser Kissenladen bei. Der heißt nämlich Pille Zoo. Und die machen wirklich sehr schöne und qualitativ hochwertige Kissen mit Tiermotiven. Da kriegt ihr beispielsweise die Katze, die Eule. Meine Freundin hat die Kegelrobbe bekommen in 2 unterschiedlichen Größen. Und ja, jetzt auch machen die, glaube ich, so Backhandschuhe noch. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei.
Ja, ich denke mal, eine von den beiden, die Katze oder die Eule, wird es dann hoffentlich in unser Studio auch schaffen, in unser zukünftiges. Ja. In dem Sinne, würde ich sagen. Harry Turf. Ah, okay, wegen der Ach, Harry Eule. Ja, jetzt Potter. habe ich es Ach verstanden, was du meinst. so. Nee, bin ich jetzt gar nicht irgendwie so heiß drauf. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch von euch hier. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wie gesagt, ich fand es ein interessantes Gespräch mit euch und danke dir, Sisi, bye bye. Und wir werden noch mal zur Erinnerung dann im Dezember auch das alles noch mal schicker machen mit dem Stream. Jetzt ist es ja alles nur wir auf Video, aber immerhin läuft es technisch vernünftig. Das ist ja schon mal schön, dass wir überhaupt mit euch so reden konnten. Ja, nee, Orcas oder Fledermäuse gibt es, soweit ich weiß, leider nicht. Aber wie gesagt, echt nette Kissen. Müsst ihr nur gucken mit dem Versand. Ist teuer aus Estland, das hier zu schicken. Und ich dachte, die EU hätte uns mit Schengen-Raum da günstige Konditionen beschert. Aber das wisst ihr auch schon, wenn ihr mal bei uns im Coffeeshop bestellt habt nach Österreich oder in die Schweiz, kostet ja auch wieder 15, 20 €. Das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Erinnerung, um im Coffeeshop vorbeizuschauen. Ja, vielleicht noch würde ich zum Abschluss sagen, ich finde, ich merke auch selber für mich, dass da auch noch viele Sachen offen sind und das könnt ihr auf jeden Fall jetzt auch schon von uns erwarten. Wir werden uns auch nochmal irgendwie jetzt tiefer gehen, da wahrscheinlich dann auch nochmal mit dem neuen Setup dem widmen. Ich glaube, das ist auch echt, merke ich nochmal für mich, da sind so viele Fragen offen und gerade auch mit der Wichtigkeit jetzt gerade in der deutschen Linken und mit diesen desolaten Positionen angesichts auch dieser absolut widerwärtigen und scheußlichen Situationen, in der sich die Menschen eben vor allem gerade die Palästinenser in Gaza befinden. Da wird auf jeden Fall von uns auch noch mehr zu kommen. Und ich danke auf jeden Fall auch nochmal an alle, dass das heute so gut und so respektvoll geklappt hat. Macht's gut. Glück auf. Glück auf.